Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Clusterfuck 2014. Ach, Mist, das ist ja doch... Ach, ja, oder? Einen haben wir immer noch. Komm, noch ein. Nee, ich glaube nicht, dass du an mir streuselst als alles andere. Das hätte doch so ein cooler Einstand werden sollen. Naja, immerhin haben wir, glaube ich, ein bisschen was gemacht. Ja, natürlich spielen wir Metro 2014. Seit langem mal wieder, ja, also auch eine Seltenheit, dass die überhaupt mit rauskommt. Und ich glaube, dafür wurde auch nicht mal gevotet für die Map, sondern die wurde vom Admin einfach bestimmt. Aber finde ich gar nicht so schlimm, weil ich habe ja, naja, sagen wir mal so, ab und zu kann Metro auch mal ganz witzig sein. Und wenn es so ein paar Regeln gibt, wie zum Beispiel, dass man nicht Noob tun darf, dann finde ich Metro eigentlich ja sogar ganz cool, weil es halt auch mal so ein Ausnahmepunkt irgendwo ist. Aber regelmäßig kann ich die Map irgendwie nicht spielen. Aber ich weiß, letztens habe ich auf jeden Fall... Da drüben geht es anscheinend ab, da gehen wir mal hin. Da werden wir auch abgeschossen. Letztens hat auch mal jemand gefragt nach dem Motto so, ja, ey... Komm, ja. Welche Folgen im Endeffekt sind Spind oder Metro? Dann haben wir schon, naja, gut, okay, wenn das unbedingt haben will, habe ich mal nachgeschaut. Bei den ganzen, ich meine mittlerweile, was, 200... Ach, scheiße. 250 Folgen oder was? Ja, geil. 250 Folgen oder was es auch immer sind. Und da sind es doch echt einige gewesen. Also, ja... Waren die auf jeden Fall deutlich mehr, als ich gedacht habe. Ja. Oh, der hat sich noch so bewegt, aber okay, da ist dann doch nichts. Der zittert immer noch so ein bisschen wie ein Aal in der Pfanne. Okay. Macht die Nate was? Nö, macht sie nicht. Naja, was soll's. Können wir mal versuchen. Laserlight ist aus, weil im Qualm das verriet einen immer noch so ein bisschen. Da sind sie. Kommt wenigstens ein. Ja, ein haben wir. Dann versuchen wir es gleich nochmal ein bisschen. Dann chillen nämlich noch welche. Zack. Da haben wir noch einen. Ja, haha. Jetzt geht's ja aber böse ab. Ich weiß noch, gerade am Anfang von Battlefield 4, da wurde halt ganz viel Spin und Metro gespielt. Die jetzigen Server, eigentlich die richtig coolen Server, auf denen wird das eigentlich fast gar nicht mehr gespielt, beziehungsweise gibt's dann meistens... Also gerade auf dem Oaks-Server, also Oaks-Clan-Server, ist es meistens so, da gibt's dann vom Admin einfach die Weisung, okay, nächste Runde gibt es einfach Spin oder Metro. Nein. Jetzt haben sie uns. Ja, und da gibt es das soweit und dann meistens aber auch mit erhöhten Ticketzahlen. Also gerade bei Oaks war es dann immer so diese Runden. Vor allem gibt es dann irgendwie 2000 Tickets oder 3000 Tickets. Also ist natürlich ein bisschen zu viel meiner Meinung nach, aber für Spind oder Metro müsste es schon ein paar mehr Tickets geben. Also die 800 sind hierfür in der Regel zu wenig. Da braucht es eigentlich schon so 1200, würde ich sagen, um so eine vernünftige Länge hinzukriegen. Es sei natürlich, es geht ordentlich hin und her, aber werden wir auf jeden Fall mal sehen. Bis jetzt sieht es danach aus, als werden wir wahrscheinlich diesen Punkt oben nie kriegen. Denn das... Komm schon! Ach, das ist so scheiße. Denn das ist ja bis heute irgendwie immer noch gleich geblieben, dass die Leute, die hier nicht von unserer Seite, sondern... da kommen ja auch noch welche. Ja, nicht wirklich getroffen, aber wir haben Feuerschutzhilfe gekriegt zweimal. Nichts. Dass die Leute, die hier von der anderen Seite kommen, in der Regel so, ja, einfach übermächtig sind, weil sie einfach die viel bessere Position haben, das ist leider in der Regel so. Aber den holen wir uns nicht. Ach, scheiße. Super schlecht geschossen. Da merke ich momentan, fällt es mir mit automatischen Waffen echt schwer. Also außer mit der Glock. Der läuft es einfach hier. Jetzt läuft es auch mit der den müssen wir wiederholen. Und komm auf, steh, Dude. Weitermachen. Oh, da gibt es auch ein Danke. Das finde ich natürlich schön. Natürlich auch schöne Grüße an die Community. Davon sind wieder einige mit unserem Squad dabei, die uns fleißig nachgejoint sind. So soll es natürlich auch sein. Das ist auch echt eines der geilsten Sachen. Gerade so verglichen jetzt mit DayZ. Ich habe jetzt ja mehr wieder ein, zwei Sessions DayZ gespielt. Das ist immer schwer, wenn die Leute halt dann mit zukommen wollen, weil dann hat man zum Beispiel, man fängt dann an zu zocken und dann kriegt man erstmal super viel Meldung. Oh Gott, und so rein und... Naja, dann kriegt man die ganze Zeit, wenn man das natürlich... auch angeschrieben, wo bist du denn gerade und weiß ich was. Ist natürlich alles nicht böse gemeint, aber wenn dann natürlich das Ganze so mal 10, mal 20 passiert, und das innerhalb der ersten Minuten, ist das teilweise dann doch schon ein bisschen stressig. Während hier ist es echt super easy. Leute,
Die Leute joinen einfach nach, alles cool, man wird meistens sofort ins selbe Spot gemodelt, beziehungsweise können die Leute ja dann die Nacht joinen, das selber in der Regel ja managen, direkt ins Spot mit reinzukommen. Und schwupsel die, können wir im Endeffekt auch schon zusammenspielen. Super easy. Und so soll es uns auch sein. Da oben sein. Den kriegen wir doch, oder? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Zeig dich. Die wollen es wissen. Die wollen es wissen. Na, ach, hat er nur die kurze Revive-Dings gegeben. Ich gebe dir auch nicht immer die volle Stufe, insofern will ich mich überhaupt gar nicht beschweren. Aber ich versuche da so ein gewisses Mittelmaß mittlerweile zu finden. Ich finde es nicht immer richtig voll hochzuladen, wenn es die Zeit halt nicht ausgibt und sowas. Aber ja, ich meine, mit 25 Leben wieder ins Spiel geworfen zu werden in so einer kritischen Situation. Nein, doch nicht. Ist natürlich dann auch nicht so wirklich dankbar und deswegen versuche ich dann wenigstens immer ein bisschen noch was extra zu machen. Aber was soll's. Und die Tickets, wie ihr seht, schwind, gehen ja auch schon echt zur Neige. Also wir haben schon fast die Hälfte an Tickets im Gegensatz zum Gegnerteam. Ach, Alter, wie ist denn der in uns herbeigefetzt? Also wir werden wahrscheinlich den Stadtteil hier nie richtig sehen, wo ich den fast sogar am spannendsten finde. Also gerade zu diesem Übergang nachher, wenn es dann fast rausgeht und dann die ersten Stadt... Was? Okay, ja schon. Die ersten Stadtareale. Okay, jetzt haben wir sie alle sauber. Das finde ich immer noch ganz cool, aber hier unten ist es dann teilweise dann viel zu sehr Clusterfuck und bloß keine Strategie und... Naja. Mist. Aber wir haben ihn. Doch, und jetzt wollen wir doch. Ich meine, hier ist dann irgendwann immer echt so der Punkt, wenn sich das so krass festsetzt, dann kannst du so wenig machen. Da kannst du dich auch irgendwann wirklich mit einer Sniper hinten hinsetzen und dann wenigstens nicht häufig sterben oder sowas. Das kann ich sogar auf der Map teilweise echt verstehen, weil es gibt einfach so diese Punkte, wenn sie sich noch einigermaßen gut verteilen. Hallöchen. Dann hat man echt keine Chance. Also dann kommt man wirklich überhaupt nicht durch. Das ist so die einzige Chance, die es irgendwo noch so ein bisschen gibt, sind teilweise die Fahrstühle. Weil die manchmal noch so einen gewissen Überraschungsfaktor haben. Das Problem ist nur, dadurch, dass man genau an dem Punkt hochkommt, wo die Leute eh chillen und nach unten verteidigen, tötest du in der Regel 2, 3, wenn es richtig gut läuft, 5, 6, 7 Leute. Aber das reicht nicht. Das ist das Problem. Oh Gott, scheiße, hier hat einer sein blödes Giftgas mit dem Bogen losgelassen. Müssen wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen verdrücken. Das Problem ist halt, das reicht nicht, weil da oben chillen auf einem Punkt so viele, nämlich fast das gesamte Gegnerteam, dass selbst wenn du 7, 8 Leute killst, dort noch genug sind, dass sich irgendeiner umdreht und dich einfach killt. Also hast du echt kaum eine Chance. Die einzige Chance, die da wirklich bleibt, ist, wenn du da oben rauskommst und die mit dem Rücken zu dir steht. Ja, wir haben sogar mit der Nate was. Nice. Den holen wir auch noch wieder. Komm, hol ihn hier, Leute. Tut's. Na gut, er ist gleich wieder gekillt worden. Ich dachte mir sowas fast schon, aber ich... Manchmal ist es ganz witzig, wenn die Leute es nicht vollends checken, weil dann liegen die ja hinter denen. Komm, guck nochmal. Na, tut er nicht. Auf jeden Fall beim Fahrstuhl dann einfach nur umdrehen und direkt nach hinten weglaufen und versuchen, den Spawnback zu legen. Komm, Dude, jetzt geben wir noch ein bisschen Feuerschutz. Und? Ach, Mist, sie haben ihn gleich wieder erwischt. Mist, oh, da kommt die Nate. Naja, und so ging es maximal noch ein bisschen... Komm, ach, Mist, hat er uns gemacht. Aber es ist natürlich dann auch immer alles so ziemlich unwahrscheinlich. Also sprich, da muss man sich dann auch mal so überlegen, ob das Ganze bringt. Und in der Regel ist es halt so, dass die Tickets, so wie ihr es jetzt auch seht, so schnell durchfliegen. Naja. Oh, den kriegen wir, den müssen wir gleich wiederholen. Hallöchen! Dass man natürlich dann auch wiederum sagen muss, das kann man sich fast sparen ab einem gewissen Zeitpunkt. Weil selbst wenn man dann durchbricht, das kriegt man kaum noch. Und das geht in der Regel hier einfach so schnell, deswegen bin ich halt auch der Meinung, dass man auf der Map hier schon ein paar mehr Tickets bräuchte. Jetzt kommen wir hier gar nicht mehr durch gerade. Mist. Komm, jetzt können wir es vielleicht nochmal gleich versuchen. Yeah, erwischt. Na, nichts, na gut. Da war doch noch einer. Ach, er ist halt, was soll man hier noch machen? Also noch welche, liegen noch welche auf dem Boden. Komm. Und er wurde revived und wir haben ihn gleich wieder. Beziehungsweise Hilfe zieht als Kill. Nee, ist alles gut. Okay, gehen wir mal nach vorne weiter. Gucken wir mal, ob wir vielleicht ein kleines Schnippchen schlagen können. Nee, können wir gerade nicht. Ach Mist. Aber wir können es gleich nochmal versuchen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Zack. Nochmal. Alter, lass uns in Ruhe. Okay. Hat es euch geklappt. Der Ode hat es wenigstens mal überlebt. Obwohl er so weit vorne revived wurde. Doch, die haben ihn. Aber die wurden dafür auch gekillt. Natürlich Infrarotvisier. Natürlich. Obwohl immerhin noch keine Schrotflinte. Das sind mir ja die liebsten. Die Autoschrotflinte, die Seiger, ne? Und dann dazu schön Infrarotvisier.
So läuft das. Okay, versuchen wir es mal da. Komm. Alter, Alter. Na? Versuchen wir mal noch eine Nade. Okay, die müssen wir heilen, die müssen wir heilen, die müssen wir heilen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Alter. Och, ich hasse es. Ich hasse den Bug. Ich hasse es. Na ja, gut, okay, okay, okay. Versuchen wir es mal wieder rechts lang. Drei Tickets, zwei Tickets, das können wir voll vergessen. Na ja, gut. Ja, eine ziemlich schnelle Runde, aber Metro ist einfach mal ziemlich schnell. Ja, da war es natürlich auch jetzt nicht super ausgeglichen. Obwohl wir mal ein bisschen was versucht haben. Bin auch echt mal gespannt auf die Score. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Und dann bis zum nächsten Mal.